Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Sallys Salon Kiss and Make-up. Wir sind im nächsten Salon angekommen. Ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen, weil François ja hier halb nackig steht. Und apropos François, lass mich mal gucken. Also ich habe natürlich eben schon kurz geschaut, ob wir uns irgendwas leisten können in der Logistik. Und ja, können wir. Der Helfer kann 4 Kunden zahlen lassen. Das möchte ich auf jeden Fall haben. Der Helfer aktiviert nach 10 Sekunden automatisch die Timer. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kaufe es mal. Die Timer aktivieren. Okay, wir werden sehen. Oder auch nicht. Level 21. Spürbarer Druck. Mann, oh Mann. Was für eine Hitze. Entspann dich. Ja, was für eine Hitze, ihr Lieben. Ich habe hier schon wieder 2 Ventilatoren laufen und mir ist immer noch heiß. Dem Rechner ist übrigens auch heiß. Aber naja, schauen wir mal. Es gab einmal einen Film, bei dem sich das Schicksal gewendet hat. Ich komme gerade nur nicht auf den Titel. Aber die Botschaft war, glaube ich, dass man nie zu schätzen weiß, was man gerade hatte, bis man es verliert. Kindheit, Energydrinks mit Alkohol, das Mannequin, das zu diesem Kopf gehört. Ich dachte, dass es all das ewig geben wird. Aber wie ein alter Grieche einmal sagte, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Denn es ist nicht derselbe Fluss und man ist nicht dieselbe Person. Wie auch immer. Das sind auf jeden Fall alles Dinge, die man nicht den Bullen erzählen sollte, wenn man die Person ist, die zuletzt mit dem jetzt plötzlich fehlenden Geld gesehen wurde. Oh Mann, ey. Er ist ja voll der Philosoph hier. Ich habe keine Ahnung, um welchen Fluss es hier geht. Ich frage jetzt zum 4. Mal, sind Ihnen irgendwelche verdächtigen Charaktere aufgefallen? Also, ich war dort. War sehr ungewöhnlich während der Arbeitszeit ist. Aber Sie haben nicht das Geld genommen. Ich? Das ist ja lächerlich. Ich kann so schlecht mit Geld umgehen. Ich schaffe es ja noch nicht einmal, Geld in einen Safe zu legen, ohne dass etwas schief läuft. Hoffentlich war das hilfreich. Nein, das war's nicht. Ich werde mich umsehen und komme später wieder vorbei, um die Befragung fortzusetzen. Verlassen Sie ja nicht die Stadt. Oder das Gebäude. Oder selbst diesen Raum. Bleib einfach da stehen. Ich will Sie da, wo ich Sie sehen kann. Aber wir arbeiten doch überhaupt nicht hier. Naja, eigentlich arbeite ich nirgends. Es sei denn, dass man das eine Mal zählt. Um Himmels Willen. Bei allem, was mir lieb und heilig ist, hören Sie auf zu quasseln. Ich werde Sie verhaften, wenn Sie auch nur einen Blick aus diesem Raum werfen. Ja, François, ne, dann bleibst du jetzt mal schön hier. Ach Gottchen, ey. Also, der heutige Tag wird immer besser. Aha, okay. Okay, mein Freund. So, dann gucken wir jetzt erstmal bei dir. Behandlung, was? Ja, wo? Ach so, hier. Kasse, ne? Kasse wollte ich. Timer, was haben wir hier noch? Irgendwas am Pool? Am Pool? In der Sauna. Nee, ich möchte François schon ganz gerne an die Kasse stellen. In der Hoffnung, dass es irgendetwas bringt. So, was können wir denn hier Hübsches kaufen? Ein Platz für die Aufbewahrung von Schuhen. Kunden können schneller laufen. Okay. Da haben wir die Sauna. Kundengeduld. 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 Ja, ist klar. Kasse. Kundengeduld. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Das kann nicht schaden. Diese blöde... Nee, warte mal. Hä? Ich wollte... Ah, da. Einfacher Zugang zu den Vorräten. Schnelleres Auffüllen. Das möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Was können wir hier noch einstellen? Ach so, erhöhe Kassiertempo. Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall die Geduld. Und ich habe noch Geld. Ich habe noch Geld. Ich habe noch Geld. Ihr Lieben, zwar nicht mehr viel, aber immerhin. Nimm. Ja, dann kaufe ich das. Gut, Geduld. Okay. Aber warte, dann nehme ich das auch noch mit.
Dann nehme ich das auch noch mit und jetzt sind wir so gut wie pleite, okay. Geh weniger als 350 Schritte. Na, das fängt ja super an. So, wo möchtest du? Da oben möchtest du hin. Okay, François macht auf jeden Fall schon mal Kaffee. So, wo ist denn jetzt hier der Kram? Aha, aha, okay. Geh weniger als 350 Schritte. Na gut. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen hier. Ich muss ja darüber, ne? So was? Oh, clever. Es ist dasselbe, aber auch anders. Tippe oder halte die Pfeile, um die Temperatur zu erhöhen. Perfekt. Hier drin ist es heißer als in einer Imbissbude im Hochsommer. Bestätige die Temperatur und es kann losgehen. Ja, aber... Hä? Ja, jetzt habe ich einmal hier getippt und jetzt ist er auf 60 Grad. Woher weiß ich denn, auf welche Gradzahl ich kommen muss? Weil er lächelt? Oder hat er eben nicht... Ich habe keine Ahnung. Okay, dann müssen wir nochmal gucken. Das ist mir noch nicht ganz so klar. So, warte, du möchtest das. Das hole ich dir. Was ist mit dir? Du willst darüber. Okay, ja, warte, 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 ich komme. Ich komme, ist ja gut, ist ja gut. Nur keine Panik auf der Titanic. So, Moment. Das brauche ich. Dahin. Und du willst hier in den Pool. Ich verstehe. Ich brauche ein Handtuch für die Lady. Und hier muss ich jetzt irgendwas machen. Hoher Wasserdruck und fehlende Sicherheitsvorkehrungen. Was könnte da schon schief gehen? Tippe auf die richtigen Löcher und dann Wassermarsch. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 ist aber hier versteckt. Und ich soll die andrücken. Ah, okay. Okay, das sollte ich ja vielleicht hinkriegen. So, ein Handtuch hier rüber. Irgendwo hat es gerade gequiekt. Da. Ganz da unten hat es gequiekt. So, du gehst da bitte hin. Und du möchtest das Öl. Du gehst nach da oben. Kann ich für die Oma denn vielleicht schon mal irgendwas noch... Ja, habe ich mir doch gedacht. So, warte mal, dann gehen wir da hin. Dann gehen wir da hin. Du möchtest in den Pool. Ein doppelter Pool oder wie ist das gedacht hier? Okay, egal. Gehen wir erstmal dahin. So, oh, warte, ziehen. Okay, wir werden das schon alles rausfinden hier, ihr Lieben. Der erste Stern ist da. Sie möchte in den Pool. Sie möchte das. Okay, warte, dann gehe ich erst da hoch, dann gehe ich da hin. Also ich weiß nicht, ob ich das hier mit den Schritten schaffe. Wenn nicht, kann ich es auch nicht halten. So, sie möchte ein Handtuch. Oh, ich hab's schon. Ach so, der Tag ist um. Ja, sehr schön. Okay. ist ja nice. Ja, Sally, dann können wir jetzt rennen, was das Zeug hält, ne? So, warte mal. Ich soll, was soll ich jetzt machen? Ach so, sie lächelt. Ah, cool. Ach, da war auch noch so ein Glitzern. Hatten wir das bei dem letzten Spiel mit dem Lächeln da auch? Dass die geglitzert haben? Ist mir gar nicht aufgefallen. Hm, okay, egal. Wir haben alles geschafft und Sally freut sich. Das ist die Hauptsache. Ich habe gewonnen. Gewonnen! Ich bin die großartigste Angestellte im mittleren Management. Ja. Pourquoi mon sandwich est il un dentiste chinois? Hör mit der Babysprache auf, April. Du bist Ende 30. Und wenn wir Französisch gemocht hätten, dann hätten wir Mirage einen französisch klingenden Namen gegeben. Ich bin erst 27. Ruhe! Ich habe nicht angerufen, um Fantasiezahlen zu diskutieren, sondern echte. Hast du die 50.000 bekommen? Ihr Alter ist voll die Fantasiezahl. Das ist ja schon lustig gerade, ne? Nein, das Geld wird nicht überwiesen. Und dem elektronischen Datenverkehr für Finanzaktionen vertrauen? Kann eine Maschine etwa Schach spielen oder ein Auto auf Würfelgröße zerquetschen? Natürlich nicht. Dann bringst du es also persönlich vorbei? Persönlich? Mach dich nicht lächerlich. Dann wirst du es also... via der vertrauensvollsten Methode senden, die je erfunden wurde. Schneckenpost. Dann werde ich sofort nach Hause eilen und am Briefkasten warten. Nach Hause? Was stimmt nur nicht mit dir?
Ich habe es in das tölpelhafte Irrenhaus von einem Wellness-Center geschickt, dessen Leitung ich dir leichtsinnigerweise übertragen hatte. Das ist es doch, wo du die meiste Zeit verbringst, oder? Jede wache Sekunde meines Lebens, Ma'am. Du schläfst? Das ist ja unglaublich. Mach dich ins Happy Will auf. Warte dort auf meinen Check und halte Sally von ihrer Ermittlerin, von unserer Ermittlerin fern. Klick. Oh Gott, diese Texte. Ach, Michelle. Michelle. Hallo, Michelle. Scheiße. Die Post. Ich wollte gerade feststellen, dass die Frau Michelle anscheinend heißt. Ich habe nicht geklickt und schwupp war Michelle weg. Boah, die machen mich hier gaga. Echt wahr, ihr Lieben. Echt wahr. Achso, nee, jetzt noch nicht. Jetzt erstmal, hier, die 22. Einige mögen es heiß. Die Hitze macht dich immer noch fertig. Mach eine Pause. Ach, Quatsch. Er braucht schon Pausen. Ist völlig überbewertet. Und in der Nacht des Überfalls, welche Stückelung hatte das Geld, das sich in ihrer Brieftasche befand? Fünfer. Das ist dieselbe Antwort, die sie auf alle 62 Fragen gegeben haben, die ich ihnen gestellt hatte. Das ist ein äußerst ungewöhnlicher Fall. Ah, ich will ja nicht darauf rumreiten. Aber auch wenn ich ein Abzeichen und eine Pistole hätte, würde das vielleicht die Ermittlungen beschleunigen. Die einzigen am Tatort gefundenen Fingerabdrücke sind deine, zusammen mit Schnurrbarthaaren und Massageöl. Seltsam. Ich habe mir doch seit Donnerstag nicht mehr meinen Schnurrbart im Safe eingeklemmt. Ich werde später mit weiteren Fragen zurückkehren. François, nicht die Stadt verlassen. Ah ja. Okay. Scheint eine größere Geschichte zu sein, wenn der Hund schon so guckt, ihr Lieben. Und sie kriegt den Mund gar nicht mehr zu. Schon verstanden. Neue Partner brauchen immer etwas Anlaufzeit. Mädchen, es zieht. Mach den Mund zu. Der Hund guckt auch schon ganz rollig. Wie geht's, Sally? Sally, wie wäre es mit einem kleinen Schwurf? Ach Gott. Der traurige Clown, ihr Lieben. Oh je. Schon irgendwelche Post für mich heute? Nein, warum? Kein besonderer Grund. Warum war die Polizei hier? Kein besonderer Grund. Interessant. Das ist ein guter Look für dich, François. Dein Gesicht ist ein guter Look. Sie ist schon weg. Verdammt. Ach Gott, die haben sich ja hier richtig lieb. Kann man da nur sagen. So, wir kaufen das hier. Kundengeduld ist immer gut, alles klärchen. Und schon wieder fast pleite. Naja. So, stehe für 25 Sekunden still. Okay, das machen wir direkt. Du kannst schon mal winken. Ja, mein Freund. Hier, François, du musst auf still stehen. Das gilt ja sonst nicht. Wir haben Wasser. Oh ja, klar. Der möchte auch gleich eins. Ich hole dir gleich dein Wasser. Ich kann schon mal hier oben hingehen. Ich muss noch einen Moment stillstehen. Sehr schön. Und dann haben wir das. Und warte, das nehme ich auch mit für ihn. Und dann gehen wir da hoch. Sehr schön. Haben wir die Prüfung doch schon fertig. Es ist ja unfassbar. Das war einfach. So, dann gucken wir hier mal bei der Mutti. Warte, das. Ah, das Spiel mag ich. Das ist nett. So, ein Handtuch für sie. Da ist Le Maus. So, du möchtest das. Du möchtest da hoch. Wo füllen wir denn das Wasser auf? Da füllen wir das Wasser auf. Alles klärchen. Das sollte aber doch eigentlich François leicht erledigen. Ich weiß ja nicht. Omi. Ach, Omi möchte hier hin.
Oh mein Gott, jetzt unterscheiden sich auch die Pools. Warum tun die das? Nein, das möchte ich nicht. So, warte, du dahin und du willst in Lösauna und du willst dahin und ich will das hier holen. Glas Wasser nehme ich mit. Oh, warte, erstmal dahin. Erstmal dahin und dann darunter. Was ist das hier oben? Dampfbad, ne? Okay, warte, ein Handtuch. Hier, du, da. Ja. Alles wird gut. Und langsam komme ich rein. Du dahin. Ich guck mal bei dir. Achso, ziehen, jawohl. Mache ich hier Dings einstellen oder auch nicht? Genau. Nein, da, da. Und komm, klick da drauf, bitte. So, Mädchen. Ja, du winkst immer noch, ne? So. Wann kommt denn das mit dieser Temperatur wieder? Ich wollte mir das so nochmal angucken. Naja, schauen wir mal. Hauptsache, wir haben die Maus. Die Maus. Ganz wichtig. Maus ist eigentlich der wahre Hauptdarsteller hier in diesen Spielen, ne? Oder auch gerne mal Hamster. Aufmüpfige, blöde Hamster, ihr Lieben. Boah, siehst du eine Fresse. Meine Güte, geh in das Becken da rein. So, ich brauche das und wir brauchen dann, brauchen wir nichts, aber gehen trotzdem zu dir. Warte, da, da und da. Aber ich glaube, man muss hier sehr genau klicken, da, bei dieser Geschichte mit den Wasserdüsen. Okay, aber bis jetzt läuft es einigermaßen gut, ihr Lieben. Aber die Lady möchte nochmal hier rüber. Und sie möchte hier ein hübsches Eukalyptusöl-Dingen, was auch immer. Machen wir doch. So, komm zur Kasse. François kassiert dich. Also ich glaube hier den Kaffee, den werde ich niemals nie nicht benutzen, oder? Ich habe keine Zeit für dran zu denken, ey. Naja. Macht nix. Einfach nur. Wow. Was? Nichts. Schönes Haupthaar, Action Man. Beverly sagte, dass ich damit gebildeter aussehe und sie weiß mehr über Haare als sonst jemand. Du arbeitest in einem Schönheitssalon und es ist Kimberly. Wie auch immer. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass sie die Richtige für mich ist. Nichts ist mehr der Inbegriff von Kompatibilität als jemand, der alles am Aussehen einer Person verändern will. Wow, genau dasselbe hat sie auch gesagt. Ihr habt schon einiges gemeinsam. War mir noch gar nicht aufgefallen. Du siehst wie ein Volltrottel aus und deine Haare sind da keine Hilfe. Ich will ja nur sagen, dass deine natürliche Haarfarbe viel attraktiver ist. Echt? Danke. Ich wünschte, du hättest das eher gesagt, bevor ich alles gefärbt habe. Schau, vielleicht sollten wir diese Wette abblasen, bevor sie dich noch zum Schönheitschirurgen schickt. Aber es sind doch nur noch 3 Tage. Und dann ist auch Valentinstag. Finn hat mir empfohlen, dass das der beste Tag für eine Trennung ist. Ja, mach was du willst. Ah, ich verstehe. Umgekehrte Psychologie für Anfänger. Kein schlechter Zug. Das wird ein ganz fantastischer Valentinstag, ihr Lieben. So, wir gehen jetzt in die Prüfung. Was haben wir denn da? Mega Energieschub. Jemand hat den Kaffee gegen Energiedrinks eingetauscht. Ah! Aha. Und was bitte genau bedeutet das jetzt schon wieder? Doppeltes Tempo. Ja, aber brauche ich das denn? Doppeltes Tempo? Ich weiß es ja nicht. Er kocht jetzt Kaffee. Habe ich denn die Energy Drinks hier extra? Ich habe keine Ahnung. Muss ich das machen? oder sind die... Oh, Alter! Alter! Habt ihr das gesehen? Du hast gelächelt. Ich habe es gesehen, du Blödmann. Mann, oh, das war schwierig mit der Sauna hier. So, warte, du kannst hier hin. Okay, wir brauchen das hier. Dahin. Oder gehen jetzt die grünen Dinger, also, ne, die... hier die grünen Dinger, gehen die jetzt... Oh ja, ich glaube, die gehen auch schneller runter, ne? Alter, sie flitzt aber hier los wie der wilde Wahnsinn, ey. Es ist ja nicht zu fassen. Also, das, da und da, okay. Hält der Kaffee jetzt ewig an hier bei ihr? Sie flitzt ja wie der Wind, mein Gott.
Naja, oh ja, der geht auch schneller, ne? Die gehen irgendwie alle schneller hier. Alles geht schneller. Meine Güte. Hier, du, da komm da oben hin, bitte. So, und du möchtest das. Ich versuche mich aber trotzdem jetzt hier nicht abhetzen zu lassen. Weil das ist nicht gut für mich. Das ist nicht gut für mich und mein Herz, ihr Lieben. Ja, ja, okay. Die Zeit vergeht bei denen auch viel schneller, okay. Ja, ich brabbel hier vor mich hin, ne? Macht euch nichts draus. Ich hoffe, ihr versteht, was in meinem Kopf hier gerade so vorgeht. Oh, geht sie jetzt wieder normal? Könnte sein, ne? Ja. Also Sally rennt immer noch wie die Blöde hier, okay. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich mache einfach mal weiter. Wieso hatte ich denn das jetzt eigentlich schon... Warum ist denn das jetzt schon abgeschlossen? Oder habe ich einen Fehler gemacht und es war... Hä? Der Tag war doch noch nicht um. Ich bin hier völlig verwirrt gerade, was ihr alle wollt. Hat das jetzt nicht geklappt oder hat es doch geklappt? Ich weiß es nicht. So, er schwitzt. Alles klar. Wir werden es gleich sehen, ihr Lieben, ob das hier funktioniert hat. 3 Sterne sind auf jeden Fall da. So, habe ich das jetzt hier geschafft? Ja, eigentlich schon, ne? Ganz normal. Aber wieso war das jetzt eben oben so schnell fertig? Das habe ich nicht verstanden. Der Tag war doch noch gar nicht vorbei. Okay. Merkwürdigkeiten, Merkwürdigkeiten, ihr Lieben, aber egal. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und bis dahin, eure Trin.